Leute, ich habe leider sehr, sehr schlechte Neuigkeiten für alle, die sich so sehnlichst den Arena-Modus zurück wünschen. Und ich habe auch die offizielle Erklärung, warum dieser Modus nicht zurückkommt. Ihr wisst, ich war in Mannheim eingeladen von EA und in Mannheim waren bei den Global Series auch 1, 2, 3 Devs am Start, die den Creatoren, wer denn Bock hatte, dabei zu sein, Rede und Antwort gestanden haben. War der Satz war richtig, völlig egal. Auf jeden Fall konnten wir eine Menge Fragen loswerden. Und unter anderem war auch die Frage nach dem Arena-Modus und alle sind hellhörig geworden. Ich bin übrigens auch eine Frage losgeworden und da ging es darum, wenn wir einen Controller benutzen auf der Konsole. Es geht immer nur um das Thema Cheating, aber keiner redet über Cheaten, wenn es darum geht, überhaupt über Cheaten zu reden. Es geht immer nur um PC-Spieler. Und ich habe endlich die Frage loswerden dürfen, was mit Cheatern auf der Konsole ist. Strike Packer, Chronosens. Und nein, die Antwort findet ihr nicht in diesem Video, aber es gibt eine Antwort. Ich werde vielleicht drüber sprechen, aber nicht hier. Es geht jetzt, um es einfach ein bisschen spannend zu machen, es geht um den Arena-Modus. Warum wurde er rausgenommen und ob es eine Mixtape-Variante gibt irgendwann, dass wir alle paar Stunden mal spielen können, das kann ich leider nicht sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt thematisiert wurde, aber so wie wir es kannten und vielleicht der ein oder andere die wenigen von uns lieben gelernt haben, wird es zu 100% nicht zurückkommen. Das sind die Worte von Respawn und ich habe auch die Erklärung jetzt, warum es nicht zurückkommt. Eigentlich war der Sinn von Arenas mal ganz entspannt, bevor es eben Team Deathmatch und Co. gab, Controller mal ganz entspannt eben nicht in Pubs oder Ranked zu sweaten, einfach ganz entspannt hier schön anlehnen, zocken, ein bisschen Spaß haben. Und genau das Gegenteil ist passiert. Wie musst du nämlich normalerweise in Arenas da sitzen? So und schwitzt dir deinen verdammten Hintern bunt. Und im Endeffekt haben sie es grob so übersetzt, du musst einfach dich des Todes durch Arenas sweaten. Und das war nicht Sinn der Sache. Eigentlich war Arenas dazu da, ein bisschen entspannt zu zocken. In der Pubs-Variante war das schon nicht möglich. In Ranked, klar, ist es verständlich, der Ranked-Modus. Dass das irgendwann nicht mehr einfach wird, ist völlig klar. Dazu ist der Ranked-Modus da. Aber selbst in Pubs war es einfach nicht möglich. Und das war Sinn der Sache, dass eigentlich genau das sein soll, ganz entspannte Runden zu spielen. Es war aber leider das Gegenteil der Fall. Und genau deswegen wurde der Arena-Modus wieder gecancelt. Ob das jetzt jeden von euch zufriedenstellt, wage ich zu bezweifeln. Zumindest alle die, die sich den so sehnlichst zurückwünschen. Ich sage immer, lasst doch den Leuten den Modus, auf den sie Bock haben. Ich würde zum Beispiel immer noch feiern, wenn fest Solos drin wären, fest Duos und jeder zockt halt das, worauf er Bock hat. Dass vielleicht die Playerbase sich dann zu weit auf verschiedenen Modi verteilt und du dann vielleicht manchmal doch länger in einem Matchmaking hängst, weil du keine Runden findest. Das kann vielleicht auch im Hintergrund eine Erklärung sein, das weiß ich nicht genau. Aber Arenas ist Geschichte und bleibt Geschichte. Bleibt nur zu hoffen, dass wir es vielleicht irgendwann mal. Vielleicht als LTM oder als wirklich Mixtape-Variante zurückbekommen. Aber selbst das wage ich zu bezweifeln. Ich selber finde es nicht schlimm, aber für die, die es gehofft haben, und das werden wahrscheinlich die wenigsten von den 100% Spielern sein, die noch da sind, das sind es vielleicht 10%. Ja, ist ärgerlich für euch, gebe ich zu. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Erklärung? Ja, wie gesagt, zufriedenstellen wird es euch nicht. Das war es soweit von mir. Wenn es hier was zu berichten gibt, seid ihr bei mir genau richtig. Abonniert also meinen Kanal, vergesst das nicht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.